rauscht hier so? Hä? Das hier? Achso, das hier. Ja. Unexpected Shutdown. Kann aber nicht wirklich etwas verstehen. So, hier, genau, das war das Treppenhaus. Ja, dann können wir kein Licht machen, aber wir können zurückstiefeln. Beziehungsweise, da waren wir auch. Ja, hier können wir weiter. Irgendwie, irgendwo. Ah. Eine verbarrikadierte Tür. Und hier, das ist eher... eher Struktur, Jelly, als Blut, ne? Oder ist das Synonym? Ist das das Gleiche inzwischen? Okay, noch weitere Räume zu erkunden. Oh Mann. Oh, gucken wir mal. Aha. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Was steht da? Robot Control Test Area. Da wurden die wahrscheinlich rein transferiert zum Testen, nicht wahr? Und sind hier reinsetzen. Interessant wäre es schon. Oh je. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Okay. Nancomp. Die Nanami-Struktur. Komprimierter Nakajima-Neurograph. Kontinuierlich 21 Millisekunden wahrscheinlich. Aufgezeichnet. Mittwoch, 12. März 2014. Verfasser Nakajima Shin. Testperson Nanami. Geschlecht weiblich. Geboren 97, gestorben 2021. Nationalität japanisch. Ich sehe doch schon etwas. Daten löschen? Nee, das machen wir mal nicht. Hahaha. Berg. Die Paste-Dateien. Berg. Komprimierter Neurograph. 6 Millisekunden. David Munchi. So, so. Steht hier auch, wann es... Aha, hier, aufgezeichnet 2015. Kanadisch. Munchi. Blablabla. Munchi. Ja. What is this? Gute Frage. Gestorben 2078. Und gescannt oder ja, verfasst wurde das hier von Paul Burke, ja? Nicht jetzt von ihm selber oder so. Wir gucken mal Jared an. Simon, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Geboren 88, gestorben 1. Juni 2015. Aufgezeichnet 2. Mai 2015. Krass. Und da haben wir es also. Audioaufzeichnung, interessant. Post-Scan, oh, das ist hart. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It was freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Mhm. Das hat aber noch ein bisschen gedauert dann. Leitplan. Zwei Wochen später. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Ah, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Letzte Aufzeichnung, gar nicht so lang danach. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file.
Maybe you can put it to some use. Yeah. Vielleicht, ja. Who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Steckt man natürlich nicht drin, aber würde jetzt gern sagen, würde ich nicht so sagen, dass das verschwendet war, nicht wahr? Nun ja, wir sind ja wieder hier. Ich bin echt gespannt, ob das irgendwann in echt so weit kommt, dass man sich noch, ja, vielleicht vor seinem Tod irgendwie entweder, keine Ahnung, einfrieren lassen kann oder wirklich irgendwie so eine Aufzeichnung gemacht werden kann. Wir werden sehen, wir werden sehen. Die Technik macht große und die Wissenschaft macht ja so große Fortschritte jetzt. Ja, in den letzten paar zig Jahren, das ist erstaunlich. Mal gucken, wie das weitergeht, ob das so exponentiell einfach weitergeht mit Entdeckungen, mit der Wissenschaft. Mal schauen, Daten löschen, nein, das machen wir mal nicht. Nicht, wenn sich das... What's the legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Wir sind das Hello World Programm. Geil. Das ist schön. Oh Mann, wie viele von uns gibt es denn dann, bitteschön? Boah, gute Frage, oder? Wenn wir tatsächlich Teil eines Dev-Kits sind. Oh Mann, naja. Gut, wir sind wir, ich bin ich. Gucken wir weiter. Wir sind immer noch ein Individuum. Bindungsfehler. Fehlerbehebung, klingt gut. Suche nach Ursprung. Fehlercode. Sowieso keine Verbindung möglich zum Hauptrechner. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück. Oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Did you try turning it off and on again? Können wir machen. So, wir lauschen mal weiter. Strasky, come in. I need help in the lab. The scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Or can we? Catherine, are you okay? Not even close. Sagt sie uns was dazu? Zu diesen Erinnerungen? Ich bin auch irgendwie so ein bisschen beeindruckt, wie easy der das aufnimmt, hier irgendwie seine letzte Audioaufzeichnung, weißt du, sich selber beim Sterben zuzuhören quasi. Alles easy, kein Problem. Kein Kommentar notwendig. Ah, ein bisschen Licht können wir auch machen, ist ja auch schön. Nun gut. Ja, können wir noch irgendwas machen? Ich meine, es war ja schon aufschlussreich genug eigentlich, muss man schon sagen. Ja gut, wir haben die Anweisung, hier den Router neu zu starten. Das können wir natürlich machen. Hier ist noch irgendein Raum. Welcome to my place. When I started the ARC project, I pretty much lived in this lab. Aha. Cozy. Cozy, mhm. Muss ja an das Licht mal denken. Simulation Assets. Was haben wir denn da? Okay. Können wir vielleicht irgendwo einsetzen? Verbindungsfehler, Fehlerbehebung? Router zurücksetzen. Okay. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Können wir machen. Wir machen hier ein Käffchen, könnten wir uns auch holen.
Ja, hier wahrscheinlich das Gleiche, nicht wahr? Ah, und hier können wir das Ding einsetzen, oder wie ist das? Wollt doch hier eben was machen. Need to fix that mainframe connection. Ja, sehe ich ein. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Das ist einfach so ein eher der flache Typ, weißt du? Oh. Aha. Können das Ding hier drehen. Okay, man braucht also auch für die digitalen Daten hier Kryo-Kammer, hast du nicht gesehen, oder wie ist das? Nur die alle nehmen. Ah, die sieht noch einigermaßen intakt aus. Können wir das Ding nehmen? Ja. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Klingt gut. So, können wir das denn hier irgendwo anders einsetzen? Okay. Ah, wahrscheinlich eher da, ne? Ja. Ah, okay. So ergibt sich langsam ein Bild. Also, noch nicht so richtig, aber fixen wir gleich. Machen wir gleich. Gut. Ja, dann gehen wir mal unterer Computerraum. Wahrscheinlich müssen wir dann vielleicht die andere Tür mal benutzen. Aus dem Hauptraum raus. Das könnte natürlich sein. Kleine Sekunde, ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. I'll keep my eyes open. Okay. Ich bin doch gerade noch AFK quasi, aber ich hoffe, ich denke dran, das reinzuschneiden. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Uh-huh. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Ich musste mal kurz was tippen auf dem Handy, weiß aber, die labern hier einfach weiter. Das werde ich natürlich versuchen reinzuschneiden. Okay, weiter geht's. Also, ich wollte mal die andere Tür ausprobieren da. Aus dem Hauptraum raus. Das ist eine gute Frage. Now I am. Geez, Simon. Some thoughts are better left alone. Naja, ich sag mal, ich habe auch schon dran gedacht, wie das so ist. Aha, unterer Computerraum, ja. Es könnte natürlich. Na, es könnte hier sein. Gucken. Kannst du die Catherine eigentlich über die Kameras beobachten, oder wie ist das? Könnte sein. Oh, nö. Es war so schön ruhig bis eben. Wer schreit denn da rum? Oh, die Treppe sieht aber auch nicht so richtig vertrauenserweckend aus. Okay. Ich dachte, jetzt wird gleich alles zusammenstürzen. Wir haben mehrere Türen zur Verfügung. Eine Tür geht nicht auf. Aha. Fangen wir hier an und bewegen uns im Zeiger. Im Uhrzeigersinn. Okay, wir gucken vielleicht erstmal in die einzelnen Räume rein und nehmen dann den, der am vertrauenserweckendsten aussieht. Rotes Licht, gut. Das ist nicht immer gut. Aha, hier, der gefällt mir. Den können wir erstmal erkunden. Ganz, ganz gründlich. Ja.
da etwas dahinter, oder? Ich weiß es nicht. Nun gut, das hier sieht irgendwie nach so einem größeren Areal raus. Ist das hier aus? Ist das hier ein kleinerer Raum vielleicht, den wir erstmal abgrasen können? Ja. Oh, da ist jemand integriert. Und es bewegt, er bewegt sich, sie bewegt sich, ich weiß es nicht. Das ist nicht geil. Nicht geil. Aber wir können auch nicht irgendwie hier Gedanken abgrabbeln oder so. Scheinbar. Oh, ansonsten ist hier nichts. Hier steht nur ein bisschen was. Theta, Lebens- und Umgebungskontrolle. Wow. Funktional, bla, Temperatur 6 Grad, so wenig. Luftfeuchtigkeit 62, bla bla, Luft gesund, ah. Okay, Gasmischer aktiv, konserviert, bla bla bla, Abfallbehandlung versagend. Energierückgewinnung, okay. Aber hier sieht es mir ansonsten nicht danach aus, sonst könnten wir noch viel machen. Hier, ne, mach's gut, Kollege. Wir müssen weiter. So, ist das denn hier vielleicht der Routerraum? Könnte sein. Ich glaube ja, wir sind nicht allein. Allein. Wir schleichen uns einfach mal voran. Ganz, ganz leise müssen wir sein. Wird alles gut, ja. Das Flackern macht mir kein gutes Gefühl. Hier ist irgendwie eine Sackgasse. Mist, hier ist wirklich eine Sackgasse. Oh, shit. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. Ich dich auch nicht. Ja, ich würde gern ein bisschen Licht machen, aber es ist wahrscheinlich eine... Nein, das ist eine blöde Idee. Das ist eine ganz blöde Idee. Mist. Ah, komm hier raus. Hier müsste es irgendwo rausgehen. Ja, 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 lass mich in Ruhe. Oh, nein. Wow. Okay. So, das war der erste Schlag. Den überleben wir noch. Den zweiten glaube ich nicht so. Aber ich hoffe, wir können dann hier trotzdem an der Stelle weitermachen. Okay, da rechts rumzugehen, das war irgendwie, es war nicht so toll. Probieren wir es nochmal links rum. Und ich glaube, ich hätte das Licht einfach auslassen sollen, weißt du? Er war da direkt um die Ecke. Oh, da hat er es doch bestimmt gesehen, wenn er denn was sehen kann. Keine Ahnung. Weiß es natürlich nicht. Oh, ist hier ein großes Areal und da ist er doch schon wieder. Oder doch links, rechts lang, meine ich. Jetzt links und dann nochmal links und dann irgendwie... Blah, irgendwie andersrum gehen. Ich erinnere mich auch dunkel. Ganz dunkel, dass wir irgendwie das, ja, hier die Rückseite von dem Raum hier erreichen müssen. Aber wie genau das funktionierte, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen ein Labyrinth. Und ja, wir humpeln irgendwie so ein bisschen, oder? Macht keinen Lärm. Das ist nur der Tatsache geschuldet, dass wir krabbeln da. Apropos krabbeln, da krabbelt jemand entlang. Guck mal hier. War da gerade rechts beschäftigt irgendwo? Ja, ja, ja. Komm, wir ignorieren den einfach weg. Da ist nämlich etwas. Ist irgendwie ein Terminal oder so. Können wir das nicht schnell anmachen? Oh, hier ist wieder jemand integriert worden. Ah, Mist. Da ist ein Stuhl. Können wir den beseitigen, ohne Kraft zu machen? Komm, wir betätigen. Bitte setzen den Router zurück. Ja, aber wie?
Over reset my core system. Nee. Hier kann ich nichts machen, oder was? Mist. Wo ist denn dann der Router? Ich glaube, ich hätte einfach nicht anfangen sollen zu rennen. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Oder war da noch irgendein Schalter, den ich übersehen habe? Das kann auch sein. Können wir hier zumachen? Ja, es geht. Setzen Sie den Router zurück oder ist er doch irgendwo hier vielleicht? Was haben wir denn hier noch so? Ist denn hier irgendwo ein Schalterchen oder sowas? Oder vielleicht irgendwie so ein Ding sie zum Hand reinstecken, weißt du? Dann haben wir wieder Saft. Oder jagen einfach mal eine Spannungsspitze durchs System. Resetten ist so Hard Reset, weißt du? Nee, also hier sehe ich jetzt gerade nichts. Nö. Was? Komm ich hier hoch? Ich komme hier nicht hoch. Ich kann krabbeln. Ich kann krabbeln. Mach das schneller. Jetzt können wir uns den schönen mal angucken. Heieiei. Was ist es? Es ist ein Wow-Dingsi. Unterer Computerraum, ja. Oder gibt es noch irgendeinen anderen Raum, wo wir das machen können? Ich kann natürlich noch meinen Hauptraum gucken, aber ich glaube eher nicht, dass es hier noch irgendwo anders ranging, oder? Sind wir auch die ganze Zeit so am Rumhumpeln. Das ist echt blöd. Das ist echt nicht so toll. Ja, ich glaube, ich kann sagen, dass es ein Fakt ist, dass wir da nicht langkommen. Ist wahrscheinlich auch besser so. Nee. Da war nur die Catherine. Ja, und hier? Müssen wir hier noch irgendwas machen? Ich guck mal ganz kurz. Kann sein, dass ich an der Stelle dann in der Aufnahme einen kleinen Cut mache. Ob ich hier noch irgendwie einen Gang übersehen habe oder so. Mag alles sein. Hier ist nur so ein kleiner Raum. Nee, und da geht es auch direkt nur nach oben. Nee, es ist irgendwie nicht hier. Ich glaube nicht daran, dass es hier ist. Hier kommen wir ja auch nicht runter. Ich wundere, was der real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say you'd be pretty upset. Wenn wir irgendwas machen. Da sind noch irgendwie Fotos. Haben wir die schon gesehen? Ich glaube nicht, ne? Gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Leute auf Fahrrädern. Das ist auch schon wichtig. Schon gut. So. Nee, das ist glaube ich schon irgendwo da unten. Vermute ich. Gucken wir noch mal. Haben wir denn hier noch irgendeine Wahl? Nee, hier geht's nur runter. Straightforward ins Verderben. Oder gibt es vielleicht in diesem verwinkelten, komischen Labyrinthraum da noch irgendwelche anderen Knöpfe, die man in irgendeiner Reihenfolge drücken muss? Kann auch sein. Ich will noch mal nach da hinten. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Probieren wir es einfach nochmal. Vielleicht schaffen wir nochmal. Ist bis da hinten hin. Das Blöde ist, dass wir dann so ein bisschen im Licht stehen einfach. Ne? Ziemlich ungeschützt. Und so ziemlich ungeschützt, genau. Von daher weiß ich nicht, wie lange wir da hocken bleiben können, bis wir aufgescheucht werden. Und hier ein bisschen umgucken, aber es wäre schon ein bisschen fies, wenn hier irgendwo ein Schalterchen wäre und den erst finden muss. Also es kann ja nicht sein, dass das Spiel fies ist oder so. Glaube ich nicht.
Hier finden wir doch bestimmt irgendwas. Vielleicht ist hier ein großer Schalter. Was ist das denn? Wirkt ja aus wie ein großer Hebel, aber nee. Kann man denn hier noch irgendwas machen? Ah, da ist ein Knöpfchen. Da ist ein Knöpfchen. Knöpfchen, Knöpfchen, Knöpfchen. Und da ist noch eins. Hab ich überhaupt nicht gesehen in dem Stress vorhin. Haha, hahaha. So, nun Vorbereitung auf Router zurücksetzen. Bitte warten. Ja klar, manuell. Manuelle Konfiguration erforderlich. Können wir uns denn so lange ein bisschen verstecken? Ein bisschen verstecken, bitte, 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 bitte. Ich komme von da hinten dann wieder ran, weißt du? Ja, ja, das hat jetzt natürlich seine Aufmerksamkeit erregt. Aber vielleicht verpieselt er sich gleich wieder. Guck mal, von hier aus haben wir eine hervorragende Sicht eigentlich. Ist schon ein bisschen klein, der Monitor. Ich kann nicht genau erkennen, was da jetzt geht. Ich glaube, es hat es gedötet. Ja, da passiert was. Ah, guck mal hier. Aktionstimeout. Schalter umlegen. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Schalter umlegen. Ja, 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 ja. Hauptrechner online. Router aktiv. Sehr gut. Können wir jetzt abhauen? Ich hoffe, das war's. Ich hoffe, das war's. Aber es sah doch ganz gut aus, oder? Ja, gut, 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 gut. Ich glaube, wir schaffen's. Berühmte letzte Worte. Ja, guck mal. Kein Problem. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen oder sollen wir einfach zurück? Ich glaube, wir müssen zurück. Da waren ja ganz viele Rechner, mit denen wir dann irgendwas machen können. Das ist jetzt der Plan. Geil. Hat ja einigermaßen funktioniert. Ja, ich hätte jetzt gern irgendwo unsere Droge. Unsere Droge, das würde vielleicht helfen, dass wir aufhören zu humpeln. Good job, Simon. This better have worked. I'm not going down there again. Ja. Kann ich verstehen. Gut. Na gut, dann, ja. Dann hoch zu den Rechnern da. Und gucken, wo es dann hinführt. Ja. Ja, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen... Let's load up that chip. Lass uns den Chip laden. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber es ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ja, die Terminals, die sind jetzt auch irgendwie aktiv. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Wie gesagt, es ist unter der Woche. Ich muss noch ein kleines bisschen was erledigen. Und ja, dann mache ich an der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Falls tatsächlich jemand im Stream sein sollte, was im Moment nicht so aussieht, aber falls da jemand ist, dann natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen dort. Und ja, ansonsten auch an die Zuschauer bei YouTube oder wo auch immer ich das jetzt hier hochgeladen haben werde. Mal gucken. Ich will mich da ja nicht festlegen. Vielleicht verwurste ich das dann ja irgendwann auf irgendeiner anderen Plattform. Auch keine Ahnung. Mal gucken. So oder so ist ja auch total egal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man sich dann das nächste Mal wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.